ganz ruhig bleiben. Die Tauchkugel ist wegen Reparaturarbeiten geschlossen. Ich warte. Zurück, du knickst den Schlauch ab. Und was macht das, wenn sich niemand in der Tauchkugel befindet? Das ist sehr unschön. Oh, Entschuldigung. Hey! Ich werde einfach diesen Luftschlauch dicht halten, bis Sie die Tauchkugel heben. Tun Sie das lieber nicht. Warum nicht? In der Tauchkugel ist doch niemand, oder? Lassen Sie den Quatsch jetzt. Jacques Dutot, alias Carl Sagan, alias... Nein! Emmett bekommt keine Luft, bis Sie die Tauchkugel anheben. Oh, Emmett? Emmett, Sie! Sie wissen, was geschieht, wenn die Luft ausgeht. Mit Ihnen beiden. Nimm den Fuß vom Schlauch! Heben Sie die Tauchkugel, Doc. Siehst du nicht, dass er uns zum Narren hält? Die Zahnräder sind okay. Monsieur Dutoux gibt sein Bestes, um das Ausstellungsstück zu reparieren. Es hilft gar nichts, wenn du ihn so bedrängst. Mach endlich den Knick aus dem Schlauch! Lustig. Man könnte denken, dass Sie keine Luft mehr bekommen und nicht der Typ in der Tauchkugel. Ich weiß nicht, von wem du sprichst. Offenbar besteht eine Verbindung zwischen Ihnen beiden, irgendwie. Hey! Ich werde einfach diesen Luftschlauch dicht halten, bis Sie die Tauchkugel heben. Tun Sie das lieber nicht. Warum nicht? In der Tauchkugel ist doch niemand, oder? Sie wissen, was geschieht, wenn die Luft ausgeht. Mit Ihnen beiden. Nimm den Fuß vom Schlauch. Heben Sie die Tauchkugel, Doc. Das werde ich nicht tun. Dann tue ich auch nichts. Die Zahnräder, sie laufen wieder. Da, sehen Sie? Es war also nur ein technisches Problem. Hol wir dich da raus. Emmett Brown, dann ist es wahr. Hey, du da. Hey, er hat gerade seine Brieftasche geklaut. Ich glaube, er hat seine Brieftasche geklaut. Oh. Erinnere mich, kein Ozeanograf zu werden. Ich glaube, ich habe leichte Platzangst. Ich hätte da nie reingehen ja, dürfen. Ja, wir haben alle unsere Probleme. Und jetzt zurück zu deinem das Stand. Das Komische ist, ich erinnere mich gar nicht, da reingegangen zu sein. Das Letzte, woran ich mich erinnere, ist, dass ich im Glashaus mit Carl Sagan gesprochen habe. Wusstest du, dass er ein echter Wissenschaftler ist? Hab ich gehört. Was hat er denn gesagt? Er hatte so einen kurzfristigen Geschäftsplan. Alles so schnell. Ich habe die Einzelheiten nicht verstanden. Es hätte bedeutet, die Expo vor Schluss zu verlassen. Also habe ich gesagt... Sag mal, wo ist er hin? Weißt du das? Carl Sagan? Er musste gehen. Eines seiner Experimente ist in die Luft geflogen. Ah, das kenne ich zu gut. Was ist das? Oh, na. Edna hat Detective Parker dazu überredet, deinen Stand zu schließen. Er sagt, dass er nichts dagegen machen kann, weil Edna in der Stadt großen Einfluss hat. Oh, ja? Solange wir keinen handfesten Beweis haben, dass Edna gegen ein Gesetz verstoßen hat. Dann besorgen wir halt einen. Nixon wäre wirklich stolz.
Willkommen in der Welt von morgen, wo sich jeder wie ein König fühlt. Alle Wünsche werden einfach auf Knopfdruck erfüllt. Im Haus der Zukunft können Telefonate in der privaten Abgeschiedenheit des persönlichen Telefonhelms geführt werden. Willkommen beim Telefonhelm von morgen. Bitte nennen Sie die Telefonnummer, die Sie wählen möchten, oder sagen Sie auflegen, um Ihr Telefonhelm-Erlebnis zu beenden. Klondike 4253. Hill Valley Expo, Techne hier. Wer ist dort? Hier spricht Carl Sagan. Der geheimnisvolle Mr. Sagan. Was wünschen Sie? Könnten Sie Edna Strickland für mich ans Telefon holen? Aber klar, Mr. Sagan. Hey, Strickland! Jemand möchte tatsächlich mit dir sprechen. Mr. Sagan? Was ist passiert? Ich dachte, Sie lenken Emmett ab. Tue ich das? Oh, ja, natürlich tue ich das. Warum steht Emmett dann hier und versucht, Detective Parker so penetrant zu überzeugen, dass er seine gefährliche, falsch gepolte Technologie doch noch ausstellen kann? Was soll ich sagen? Dieser gerissene Jakob Smirnoff hat mich ausgetrickst. Das durchkreuzt aber unseren Plan. Ja, unseren Plan. Wegen dieses Plans. Ich bin mir über einige Details des Plans nicht so ganz im Klaren. Nicht im Klaren? Aber es ist Ihr Plan. Ich meine, ich glaube, Sie sind sich nicht über alle Details im Klaren. Sie hätten Emmett ablenken sollen. Aber wie es scheint, wurden Sie von Mr. Smirnoff ausgetrickst. Was soll ich sagen? Er ist zu schlau für so einen alten Mann wie mich. Ich sehe schon. Es gab eine Planänderung. Was? Ja, ich habe meine Meinung geändert. Ich denke, wir sollten Emmett seine Erfindung vorstellen lassen. Aber Sie haben mir erzählt, es könnte gefährlich werden. Und dass Jakob Smirnoff ein fremder Aufrührer ist. Und dass ich Emmett nur zurückbekomme, wenn ich ihn aufbaue, nachdem seine Träume zerstört wurden. Und ich habe viele Dinge gesagt, aber zu der Zeit war ich etwas verrückt. Das Wichtige ist, dass ich jetzt glaube, Sie sollten Emmett seine Erfindung vorstellen lassen. Oh, ich verstehe. Was? Es ist Genosse Smirnoff, nicht wahr? Er hat Sie überredet. Nein, ich möchte wirklich, dass Emmett seine Erfindung vorstellt. Keine Sorge, Carl, Sie können auf mich zählen. Sie wissen schon. Sie wissen schon? Wegen dieser Sache, über die wir gestern geredet haben. Ach, das. Um genau zu sein, bin ich froh, dass Sie es erwähnen. Ich habe nachgedacht. Wäre es nicht eine gute Idee, das alles Jakob Smirnoff anzuhängen? Was genau ihm anzuhängen? Sie wissen es? Oh, jetzt verstehe ich. Sie sind immer noch sauer wegen dem Knast. Daran war der Hund schuld. Wenn der nicht angetrabt gekommen wäre, nachdem ich das Feuer gelegt hatte, wäre ich problemlos davongekommen und hätte den Verdacht nicht auf Sie lenken müssen. Sie ist die Brandstifterin. Carl, ist da jemand bei Ihnen? Nein, nur wir zwei. Wissen Sie, ich habe Sie nie gefragt, warum Sie all diese Bars niedergebrannt haben. Warum? Weil niemand sonst etwas gegen sie unternommen hat. Jede Nacht öffnen sie ihre Tore, schenken illegal Alkohol aus und bieten leichte Mädchen an, stellen ihre Sittenlosigkeit zur Schau. Und die Gesetzeshüter tun nichts. Ich habe also getan, was jede rechtschaffende, willensstarke Frau tun würde und etwas unternommen. Und es war wirklich prachtvoll. Die Brände waren so schön. Der Alkohol hat so schöne blaue Flammen geschlagen, als alles abgebrannt ist. Wo war ich? Sie haben erklärt, warum Sie diese Bars niedergebrannt haben. Ja, hat Ihnen meine Antwort gefallen? Sie war sehr aufschlussreich. Auflegen. Was? Gespräch beendet. Mann, Edna war schon immer verrückt. Ich hoffe, dieses Geständnis genügt, Parker. Hallo, ich. Techne, die Muse des Fortschritts, gewähre Ihnen die Ehre meiner Anwesenheit. Was könnte es Schöneres geben als diese Expo der Wissenschaft und Technik, die Hill Valley der Welt als Geschenk darbietet? Nicht wahr?
Sollten Sie es noch nicht getan haben, so empfehle ich Ihnen, einen Blick auf die Ausstellung Möbel der Zukunft hier in der Haupthalle zu werfen. Eintrittskarten gibt es bei mir, Techne, am Informationsstand. Wissen Sie, ich habe Sie nie gefragt, warum Sie all diese Bars niedergebrannt haben. Diese Antwort wird bestimmt viele Leute brennend interessieren. Oh! Hey, Danny. Entschuldigung, Genosse. Ich bin gerade dabei, Emmett daran zu hindern, den größten Fehler seines Lebens zu begehen. Fehler? Mein größter Fehler war... Es dauert nur eine Minute. Unsere Aufzeichnungspflanze. Es ist aber keine gute Idee, Polizeieigentum zu stehlen. Hey! Wissen Sie, ich habe Sie nie gefragt, warum Sie all diese Bars niedergebrannt haben. Warum? Weil niemand sonst etwas gegen Sie unternommen hat. Edna? Du bist der Brandstifter? Detective Parker? Sicherlich glauben Sie dieser schlecht gemachten Fälschung einer Aufnahme nicht. Ich bin mir nicht so sicher, was ich glauben soll, Ma'am. Aber wegen dieser schlecht gemachten Fälschung muss ich Sie leider bitten, mit aufs Revier zu kommen, um einige Fragen zu Ihrem Aufenthaltsort in den Nächten der Brandstiftung zu beantworten. Emmett? Du bist auf dich allein gestellt, Schätzchen. Oh, sehr gut. Himmel, was ist das? Tja, ich sollte wirklich mal aufhören, immer darauf reinzufallen. Ich will ja nicht herzlos sein, aber heißt das, ich kann meine Erfindung vorstellen? Das interpretieren wir mal als ja. Verehrte Gäste, ich heiße Sie herzlich willkommen. Ich bin Techne, die Muse des Fortschritts, und habe die ehrenvolle Aufgabe, Ihnen einen der brillantesten Denker überhaupt vorzustellen, der sich redlich um ein besseres Morgen bemüht. Ich glaube, das bin ich. Ich bin als Nächster dran. Aber bist du auch bereit? Ich habe keine Wahl. Hast du den statischen Akkumulator mitgebracht? Oh, richtig. Hier ist er. Super. Komm mit. Rauf da. Hat er hart gearbeitet, sich Apparate ausgedacht und sie in seiner Garage... Und wer weiß, einer der Apparate dieses Jungen könnte funktionieren und das Leben aller in dieser Stadt verändern. Könnte es das sein, was er uns heute mitgebracht hat? So müsste es gehen. Sind die Stehlager jetzt alle in hochgestellter Lage? Stehlager. In hochgestellter Lage. Fertig. Dann sind alle Systeme betriebsbereit. Wünsch mir Glück. Das muss ich nicht. Meine Damen und Herren, hier ist Emmett Brown. Einspruch, euer Ehren. Ich verlange, dass die wissenschaftliche Demonstration von Emmett Lethrop Brown abgebrochen wird, da er geisteskrank ist. Es ist eine klare Missachtung mir, seinem Vater gegenüber. Wo ist er? Übergeben Sie ihn mir unverzüglich. Du kannst dich nicht vom Gesetz verstecken. Emmett, pst! Verrat mich nicht! Spring einfach in den Levitator und ab geht's. Was soll er machen? Mich mit der Flugabwehrkanone abschießen! Ich dachte, du hast keine Angst mehr vor deinem Vater. Wenn er so eine Laune hat wie jetzt, wäre es lebensmüde, keine Angst zu haben. Lass mich mit ihm sprechen. Du! Denk nur nicht, du kannst ihn beschützen! Vielleicht würde Emmett aus seinem Versteck kommen, wenn Sie es mal auf vernünftigem Wege versuchen würden. Das ist der vernünftige Weg! Verärger ihn nicht! Also wenn du nichts sagst? Also ist er da bei dir! Danke auch. So, ich befehle dir sofort, da runterzukommen! 4! Ich will mit meinem Sohn sprechen! Emmett ist nicht bereit, direkt mit Ihnen zu sprechen. Ach, mein Gott! Und du bist sein Sprachrohr!
Davon gehe ich aus, ja? Sie können ihm das nicht ausreden. Seine Entscheidung steht. So, wenn Reden nicht hilft, dann gibt es eben Prügel. Können Sie beide das nicht später klären? Du meinst, nachdem er seine lächerliche Erfindung vorgeführt hat? Ja. Nein! Wenn Sie erlauben, das Problem ist, dass Sie zu bestimmt sind. Sie schüchtern ihn ein. Ich schüchtere ihn nicht genug ein. Das ist das Problem. Nicht weggehen. Ich gehe nirgendwo hin. Ich zähle bis... Emmett. Ich spreche nicht mit ihm. Es hat keinen Zweck. Setz dich mit ihm auseinander. Was hast du zu verlieren? Das haben Sie zu Custer auch gesagt. Also, was ist dein Plan? Ich bleibe einfach hier. Nach ein paar Jahrhunderten setzt sowieso der Versteinerungsprozess ein. Und das war's dann. Okay, klingt nach einem Plan. Vielleicht gibt er dir eine Chance, alles zu erklären. Immerhin ist er Richter. Ja, ein Richter, der sein Urteil schon gefällt hat. Er wird mir nicht zuhören. Das hat er noch nie. Bin gleich wieder da. Du wagst es! Also, ist Ihr Mandant zu einer Stellungnahme bereit? Er sagt, es sei zwecklos, mit Ihnen zu sprechen. Sie hören nie zu. Das zeigt nur, wie voreingenommen er ist. Natürlich höre ich zu. Wenn er seine Verrücktheit erklären kann, dann kann ich auch nachsichtig sein. Nicht weggehen. Emmett. Ich spreche nicht mit ihm. Es hat keinen Zweck. Du hast ihn gehört. Er hat gesagt, er hört dich an. Versuch es wenigstens. Vater? Sohn? Du hast mich nie auch nur ansatzweise verstanden. Du willst nur auf mir rumtrampeln und meine natürlichen Instinkte unterdrücken. Du weißt nicht, wie es ist, was Jung zu sein. Zu verstehen. Du weißt du nicht, wie es ist, Träume und Ambitionen zu haben, die so groß und mächtig sind, dass sie ein eigenes unterdrücken sollen. Und du deine ganze Kraft brauchst, dir jeden deiner lächerlichen Wünsche zu erfüllen. Du schiebst es auf deine Jugend. Wenn ich in deinem Alter so gewesen wäre, hätte mein Vater mir eine ordentliche Abtreibung verpasst. Und dass du gekommen bist, um dort zu leben, wo es nicht so viele Regeln gibt. Und wir haben geredet. Bist du nun glücklich? Emmett? Spielst du wieder den Friedensstifter, Pollyanna? Ich weiß nicht. Ich glaube, ihr beide steht kurz vor dem Durchbruch. Okay, er hat eine starke Persönlichkeit. Starke Persönlichkeit? Der Herr schütze uns vor starken Vätern. Warum habe ich kein nettes, weinerliches Weichei als Vater? Tja, aber das ist auch kein Kinderspiel. Das Wichtige dabei ist, Väter können sich ändern. Sagst du? Tief in seinem Innern macht er sich nur Sorgen, du könntest dich verletzen. Keine körperliche Verletzung könnte so schlimm sein, wie der psychische Schaden, den ich erleide. Bitte. Sie dürfen Emmett nicht im Weg stehen. Dazu müsste man mir ein überzeugendes oder einfach nur ein schlüssiges Argument liefern. Sehen Sie, Euer Ehren, diese Demonstration ist Emmett einfach unglaublich wichtig. Pfff, kindisches Gehabe. In 2 Wochen hat er das alles vergessen. Davor habe ich auch Angst. Emmett ist nur... dickköpfig, stur, unnachgiebig, unbelehrbar und versessen. Okay, aber aus einem anderen Blickwinkel betrachtet sind diese Eigenschaften irgendwie positiv. Das ist dein Blickwinkel, junger Mann. Aber ich bin mir da nicht so sicher, ob es der richtige ist. Täusch dich da nicht. Das sind Eigenschaften, die Ärger bedeuten. Die hat er von seiner Mutter. Hören Sie, Euer Ehren, Sie sehen es vielleicht nicht ein, aber von Emmets Demonstration hängt viel ab. Ein weiterer Grund, warum ich sie verhindern muss. Sieh mir in die Augen, junger Mann. Ich gehe davon aus, dass du meinen Sohn mittlerweile ganz gut kennst. Denkst du wirklich, sein Ausstellungsstück wird ein Erfolg? Sicher. Sicher wird es das. Ha, du weißt genauso gut wie ich, wie das endet. In einem Desaster. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber auch wenn es so ist. Ich meine, gestehen Sie Emmett nicht zu, ein paar Fehler machen zu dürfen? Emmett hat sein Fehlerkontingent für dieses Leben überschritten. Als sein Vater muss ich weitere Fehler verhindern.
Emmett versucht nur, sich einen eigenen Namen zu machen. Vielleicht waren die Dinge in ihrer Jugend anders, aber heute muss man Risiken eingehen. Was weißt du über Risiken? Versuch mal, in ein fremdes Land zu ziehen, dessen Sprache du nicht sprichst und mit nur $2 in der Tasche. Sie? Darauf kannst du wetten, denn ich habe es ja auch geschafft. Und wie stand Ihr Vater damals dazu? Papa? Er hat gekocht vor Wut. Er meinte, ich wäre ungehorsam und Also war Ihr Vater nicht damit einverstanden, dass Sie nach Amerika gingen? Tja, Papa hat die junge Generation nie wirklich verstanden. Zum Ende hin war er auf einem guten Weg, aber da war es schon zu spät, Sag ihm, ich höre ihn an. Ich will ihn anhören, wenn er reden möchte. Emmett? Er sagt, deine Dickköpfigkeit hast du von deiner Mutter. Jetzt reicht's aber. Ihm reicht es nicht, mich zu beleidigen. Er muss auch noch meine Mutter durch den Dreck ziehen. Mutter ist ganz anders als ich. Sie ist sanft und freundlich und endlos geduldig. Wenn, dann bin ich eher wie... Ach, vergiss es! Du wolltest sagen, du bist wie... Vergiss es! Kann es sein, dass du und dein Dad... Nein, Themawechsel! Emmett, sei kein Frosch! Okay, du hast deinen Stolz. Versteh ich. Und er genauso, aber warum willst du nicht versuchen, mit ihm Frieden zu schließen? Er ist deine Familie und die Familie ist wichtig. Manchmal ist sie, naja, wichtiger als wir denken. Darf ich heraufkommen? Also, du denkst, meine neue Erfindung endet in einem Desaster? Ja. Ja, das glaube ich. Und ich bin hier, um zu verkünden, dass ich, wenn es für meinen Sohn in einem Desaster endet, da bin, um ihn zu unterstützen. Papa! Du wirst deine Einstellung ändern, wenn du dieses Baby erst einmal in Betrieb siehst. Schau her, das Kraftfeld, das vom statischen Akkumulator erzeugt wird. Marty, gib Trixie das Zeichen. Wir sind bereit, abzuheben. Oh gut, meine Damen und Herren, danke, dass Sie während dieser unumgänglichen Verzögerung so geduldig gewartet haben. Und nun ist die Hill Valley Expo sehr stolz, Ihnen Mr. Emmett Brown und seinen elektrokinetischen Levitator präsentieren zu dürfen. Alles in Ordnung? Ich dachte, ich könnte sie ändern. Es hätte alles anders werden können. Vergessen Sie's. Los, wir müssen einen Weg finden, sie aufzuhalten, nein, bevor... Komm nicht näher! Doch! Geh weg! Aber... Weg! Marty! Oh mein Gott, Doc! Sagen Sie was? Chromium, Lithium, Gallium, Ridium, Titanium, Ruthenium. Ich hole Hilfe. Zeitung. Sie meinen...
Wir bringen Sie ins Krankenhaus, Doc. Sie werden bald wieder gesund. Ja. Oh. Ich glaube, ich werde bald gesund sein, Marty. Nein, Doc, bitte, tun Sie das nicht. Gehen Sie nicht. Doc, kommen Sie zurück. Doc? Marty, warst du die ganze Zeit da draußen? Emmett, ist das vorbei? Oh ja, es ist vorbei. Du hast eine sehr wilde Party verpasst. Ich fürchte, ich bin für die nächsten 50 Jahre von der Expo ausgeschlossen. Wenn ich du wäre, würde ich auch nicht nochmal hingehen, bis nicht alle Scherben weggefegt wurden. Was habe ich mir nur dabei gedacht? Natürlich ruiniert der Ionenwind eines Elektromagneten dieser Größe einen lediglich mechanischen Steuerungsmechanismus. Wir brauchen ein Vastrol-System. Ich frage mich, ob wir einen Weg finden können, das körpereigene Gravitationsfeld in elektrokinetische Energie umzuwandeln. Dadurch könnte jemand in der Lage sein, den Ionenstrom einfach durch Gewichtsverlagerung zu steuern. Grundgütiger, das ist es! Dann bist du nicht entmutigt? Entmutigt? Wodurch? Du meinst, was da drin geschah? Das war eine lehrreiche Erfahrung. Das sehe ich so. Diese kleinen Fehler bringen uns voran auf dem Pfad des Wissens. Los, wir dürfen keine Zeit verlieren. Zurück zum Labor und... Entschuldigung, stimmt etwas nicht? Das ist eine lange Geschichte. Ich habe quasi gerade jemanden verloren. Oh, wie traurig. Jemand, den ich kenne? Nein, niemand kannte ihn hier. Er war völlig fremd in dieser Welt. Ich kenne das Gefühl. Der Mann scheint mein Seelenverwandter zu sein. Dann ist es jemand, den ich kenne. Ja, nein, vergiss es. Es hat nichts mit dir zu tun. Was? Marty! Du bist ein großes Mysterium für mich. Woher du kommst, was du hier machst. Aber eins weiß ich jetzt. Was auch immer es ist, es hat etwas mit mir zu tun. Bitte, Emmett, frag nicht weiter. Was ist das? Oh, sag es mir. Ich verlange eine Erklärung.